Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir hier, Fallout Shelter, New Vegas natürlich. Wir liefern jetzt den Kopf von Kuckuck ab, den netten Raider aus der Nachbarschaft, dem wir, ich glaube, den Kopf wieder ein bisschen übel zugerichtet haben, weil wir einfach viel zu krass drauf sind. Arbeiten Sie noch am letzten Kopfgeld? Ich komme wegen eines Kopfgeldes. Das ist Kuckuck? Der hat aber was in die Fresse gekriegt. Die volle Belohnung kann ich nicht zahlen, aber danke, dass Sie ihn ausgeschaltet haben. Das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind Ihre Kronkorken. Sie waren ein echter Glücksfall, wissen Sie das? Die drei Schleimbeutel haben bestimmt 20 RNK-Soldaten umgebracht. Und Sie schalten sie alleine aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar Soldaten, die so gut wie Sie sind. Verdammt gute Arbeit von Ihnen. Vielen Dank, vielen Dank. Seit dem letzten Mal war es ruhig in der Umgebung. Die Unholde haben die Hosen voll. Ich glaube kaum, dass die in absehbarer Zeit noch Ärger machen. Sehr schön. Und das ist meine erste Fallout New Vegas Aufnahme mit meinen neuen Kopfhörern. Es ist ein bisschen ungewohnt, da ich mich ja kaum selber höre, beziehungsweise ich höre mich schon selber, aber nur als ob ich in einer Dose stecken würde. Die sind nämlich sehr gut isoliert, wenn man sie aufhat, und das ist echt ein merkwürdiges Gefühl. Wahrscheinlich wäre es besser, würde ich mich gar nicht selber holen. Hey du. Hab gehört, dass Sie sich um Motorrunner gekümmert haben. Endlich auch alleine hingegangen. Ja, ja, Quatsch nicht. So, irgendwo gab es auch nie ein Zelt, wo ganz viele deprimierte Leute rumsaßen. Und ich glaube, das war das hier, aber die sind alle schlafen gegangen. Darum werden wir auch mal bis zum Morgen warten. Ja. Dass wir hier nochmal mit den ganzen anderen Leuten sprechen können. Und jetzt hört man erst eigentlich, wie gut diese Soundaufnahmen hier sind von den ganzen Leuten. Weil ich habe jetzt wirklich, ich hatte vorher Sennheiser-Kopfhörer, die waren schon nicht so ganz so günstig. Aber jetzt habe ich welche von Teufel und man hört einfach den Unterschied. Selbst wenn ihr jetzt denkt, ich hab Beats, die sind, glaube ich, ein Scheiß gegen diese Teufelkopfhörer, die ich hier habe. Das ist einfach mal eine ganz andere Nummer. Ich hab auch schon über Beats-Kopfhörer Musik gehört, sie sind nicht schlecht, aber im Vergleich sind die nichts. Also, das sind echt eine feine Nummer, die ich mir da gegönnt habe. Bin ich sehr froh über diese Investition. Und sind auch, ich habe auch massive geholt. Es gibt ja auch so etwas kleinere. Aber ich habe mir jetzt auch schön die großen, gut isolierten geholt. Die machen auch echt, sind auch unglaublich bequem, auch für Brillenträger. Hey, Little Buster, ich will mit dir reden. Hör auf zu schlafen. Steh auf, steh auf. Ich habe gehört, Sie haben Kuckuck erledigt. Hoffentlich haben Sie den Bastard mit seinem eigenen Flammenwerfer gebraten. Nicht ganz. Hey, klar. So, du warst unwichtig. Wo sind denn die ganzen Soldaten hin, mit denen wir reden sollten? Oder wollten zumindest. Alle weg. Komische traumatisierte Gruppe ist futsch. Na, hier hinten sind welche. Guten Morgen. Einfacher Soldat. Du auch, oder? Ja. Ha, komisch. Dem Zelt ist offensichtlich noch jemand. Oder auch nicht. Aber da ist jemand. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein Soldat. Ja. Na gut, dann gehen wir mal rein und fragen, ob wir endlich Verstärkung kriegen können für unser Camp da hinten. Wo wir vorhin mal waren. Ich habe gerade Durst. Ich nutze die Ladebalken. Kugel, Roulette, Dingsbums. Für ein Schlückchen Wasser. Okay, Wasser abstellen. Irgendwo hin, wo ich nichts kaputt mache. Kann ich ihn irgendwie... Ja. Anders war vor kurzem hier. Wie ich höre, sollen sie ihn aus der Vault holen.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Es war ein Fehler, ihn auf diese Mission zu schicken. Ich verstehe nicht, wie Sie so unvorsichtig mit dem Leben eines Rangers umgehen konnten. Sie haben das Richtige gemacht. Wenn Sie noch mehr geschickt hätten, wären Sie nur getötet worden. Sie hätten keine Wahl. Die Unholde sind eine wachsende Bedrohung. Das stimmt vermutlich. Aber ich frage mich, ob ich mich nicht überhaupt für eine völlig andere Taktik entscheiden hätte sollen. Obwohl meine Möglichkeiten definitiv eingeschränkt waren, nachdem der Großteil unserer Truppen damit beschäftigt war, diesen Ort hier zu verteidigen. Egal, was Sie für Anders getan haben, rechnen wir ihn hoch an. Wir sind alle heilfroh, ihn wiederzuhaben. Danke. Captain Gillis und Bitterspring braucht Verstärkung. Können Sie hier welche entbehren? Schön, dass Sie sich um Bitterspring sorgen. Sie haben bereits viel für die RNK getan. Ich denke, es ist nur recht, sich jetzt mal zu revanchieren. Sehr schön. Wie ist die Lage in der Gegend? Ich sag nur so viel. Könnte besser laufen. Wir haben hier Position bezogen, weil wir New Vegas einnehmen wollten. Jede Menge Ressourcen, die wir gut brauchen könnten. Aber daraus wurde nichts. Wenn hier wer annektiert wurde, dann wir. Unsere Jungs verzocken ihr Geld in New Vegas, dass wir von der Legion schützen dürfen. Nicht ganz der Plan. Wo stehen Sie denn jetzt? Nun versuchen wir, den Strip und den Damm gleichzeitig zu sichern, und das verschlingt natürlich Ressourcen. Und in der Zwischenzeit wird General Oliver keine Offensivmanöver anordnen, da er nicht riskieren will, dass wir unsere Stellung verlieren. Wir müssen hier fürs Erste also einmal abwarten, während Caesar auf der anderen Seite des Flusses Pläne schmiedet. Oh, scheiß Situation. Ich könnte versuchen herauszufinden, wer RNK-Informationen durchsickern lässt. Tja, warum eigentlich nicht? Angesichts Ihrer soeben erfolgten Ankunft kann ich wenigstens ausschließen, dass Sie der Maulwurf sind. Ich setze gern vollstes Vertrauen in meine Männer, aber das wäre jetzt der falsche Weg. Nehmen Sie sich der Sache an. Mal sehen, was Sie rausfinden. Derzeit kommen wir nicht recht voran. In letzter Zeit scheint jedes Überfallkommando in New Vegas unsere Truppenbewegungen voraussagen zu können. Das bringt alles zum Erliegen. Nachschub, Verstärkung. Und es wird umso schlimmer, je länger wir der Sache keinen Riegel vorschieben. Captain Curtis führt gerade die Ermittlungen. Er kann Ihnen alles erklären. Alles klar. Motorrunner ist tot. Ich habe seinen Helm als Beweis dabei. Unglaublich. Dieser Mann hat uns Kopfschmerzen bereitet, seit wir hier sind. Das könnte ein Wendepunkt für uns sein. Wir hatten schon x-mal gedacht, ihn endlich erwischt zu haben. Kurz danach taucht er wieder auf und schneidet unseren gefallenen Soldaten die Köpfe ab. Hier die Kopfgeldprämie. Und hier noch etwas, für das wir ein wenig zusammengelegt haben. Sie sind zwar kein RNKler, aber es ist trotzdem richtig so. Woohoo! Was für eine Aufgabe fällt Camp McCammon im Einsatzgefüge der RNK zu? Das ist unsere Hauptbasis. Von dort aus haben wir den Strip gut im Visier. Und wegen des großen Krieges war die Verteidigung dort schon gut ausgebaut. Von hier aus erledigen wir die logistischen Aufgaben für unsere Nevada-Operationen. Truppenzuordnung, Nachschubverteilung, Informationsbereitstellung. Normalerweise hat General Oliver hier das Heft in der Hand, aber nachdem er auf dem Weg zum Damm ist, habe ich viele seiner Pflichten übernommen. Okay. Wie ist die Lage zwischen hier und dem Stauraum denn meistens? Leider nein. Genau genommen sind die Nachrichten, die uns die Ranger-Station in letzter Zeit liefern, mehr als bedenklich. Scheint so, als ob sie überrollt werden und unsere Nachschublieferungen sie nicht mehr erreichen. Die Lage ist dermaßen übel, dass ich Sergeant Reese von Camp Forlorn Hope gebeten habe, der Sache auf den Grund zu gehen. Okay. Welche Herausforderungen müssen Sie sich denn hier stellen? Zunächst lief alles nach Präsident Kimballs Plan. Widerstand wurde uns lediglich von einigen regionalen Unruhestiftern geboten. Mr. House kontrolliert den Strip und trifft sich noch nicht einmal mit unseren Botschafter. Und wir halten den Damm. Aber Caesars Legion formiert sich schon, um uns zu überrennen. Wenn der Damm fällt, fällt auch New Vegas. Das wäre das Aus. Okay. Bis bald. Wiedersehen. Beliebt. Man hat genug von Ihnen guten Taten gehört. Ich werde allgemein gemocht. Präsident Kimball. Aha. So, das hier. Captain Gillis. Wird wahrscheinlich oben sein, da in dem Raum.
Nee, scheint unter mir zu sein. Okay, da nicht. Dann wohl dort. Hey. Was gibt's? Möchte, dass ich Ihnen bei der Suche nach dem jüngsten Informationsleck helfe. Schlauer Kerl. Ich könnte hier jemanden brauchen, der unauffällig für mich arbeiten könnte. Wer auch immer der Maulwurf ist, er ist gut. Wenn ihm ein Feldjäger zu nahe kommt, ändert er sein Vorgehen. Unsere letzte Spur hatten wir vor Wochen. Wo sollte ich anfangen? Mein Tipp, fangen Sie mit Leuten an, die viele Beobachter im Einsatz haben. Beispielsweise Lieutenant Boyd oder Sergeant Contreras. Aber Vorsicht bei Contreras. Er ist selbst nicht ganz unverdächtig. Halten Sie mich über alle Spuren auf dem Laufenden. Dieser Kerl hat eine Menge meiner Leute auf dem Gewissen. Das werde ich ihm heimzahlen. Mit wem sollte ich nochmal über die Informationsleck sprechen? Naja, das überlasse ich Ihnen. Aber ich würde Lieutenant Boyd und Sergeant Contreras empfehlen. Die wissen in der Regel, was hier vor sich geht. Alles klar. Bis später. Bis gleich. Achso, sind die beiden draußen oder hier drin? Eine scheint hier drin zu sein. Oben? Oben. Sie sind zurück. In letzter Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Was für eine Art Feldjäger wäre ich, wenn mir nichts Verdächtiges auffallen würde? Ich habe ein paar fahnenflüchtige Soldaten, Einbrüche, Diebstähle und so weiter. Was fehlt alles? Da wäre Anders. Er ist ein Ranger. Der ist nicht verdächtig. Er macht mir bloß Sorgen. Er ist auf einen gefährlichen Einsatz gegangen. Colonel Shu hat ihn losgeschickt. Jetzt fühlt er sich wohl schuldig, weil er keine Möglichkeit hat, um zu überprüfen, wie es ihm geht. Was können mir sonst noch andere... was könnten Sie mir noch über Anders erzählen? Ich kenne ihn selbst nicht so gut. Aber er ist wohl der Mann, an den man sich wendet, wenn man was im Geheimen rein oder rauskriegen will. Darüber sollten Sie wirklich mit Colonel Shu sprechen. Reden wir über die Einbrüche. Einbruch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gab keine Spuren von Gewalt. Aber nachts schleicht sich wohl ab und zu jemand in den Kontrollturm. Wahrscheinlich ist es nur der Treffpunkt für heiße Rendezvous zwischen Soldaten. Die Jugend von heute. Aber es ist komisch, dass sie nicht eingebrochen sind. Das heißt, sie haben die Zugriffscodes und die haben nur die wenigsten Soldaten auf der Basis. Okay, könnten Sie mir die Schlüssel zum Kontrollraum geben, damit ich ihn mir ansehen kann? Sicher, wenn Sie dem nachgehen wollen. Sehr viel gibt es da nicht zu stehlen. Nur einen Haufen alter Kommunikationsgeräte. Wenn Sie mehr herausfinden können, wäre ich daran interessiert, davon zu hören. Irgendetwas schmeckt mir daran überhaupt nicht. Und wenn ich nicht hier beschäftigt wäre, würde ich mich selbst auf die Lauer legen. Ich habe schon wieder das Gefühl, das Mikrofon brummt die ganze Zeit, aber es kann eigentlich gar nicht sein. Wir sehen uns. Aber die... Der Pegel zeigt die ganze Zeit an, komisch. Naja. Ich hoffe, das legt sich mit der Zeit. Und wir sollen jetzt zum Kontrollturm. Und dann müssen wir da oben weiter. Okay. Da wahrscheinlich in die Bahnhofshalle rein. Auch nicht. Ach, ich soll unten rum raus, da. Okay. Hä? Ach, dadurch. Huch.
Oh, auf der Seite waren wir noch gar nicht. Hier stehen noch Flugzeuge rum, cool. Ob die mal jemand wieder zum Laufen kriegen würde? Das wäre abgefahren. Hat der Klappflügel? Ob das so eine schlaue Konstruktion ist? So, gucken wir nochmal ganz kurz in die Aufgaben. Nächtliche Einbrüche. So, wir kommen da so rein. Okay. Dann warten wir doch einfach mal ein bisschen. So, jetzt ist es Nacht. Läuft sonst niemand rum? Dann gucken wir da mal rein. Um nichts zu hören. Da ist auch nichts. Okay. Warten wir nochmal 2 Stunden. Gucken wir jetzt mal rein. Jetzt ist es Nacht, jetzt könnte jemand da drin sein. Lupa, hier Frumentarius Picus, kommen. Fahren Sie fort, Picus. Die Nachmittagspatrouille betritt Unhold-Gebiet um 13 Uhr. Diese Strecke sollte vermint werden. Verstanden, Picus. Unholde werden informiert. Verstanden, Lupa, kommen. Wie ist der Status Ihrer Primärmission, Picus? Die Sprengladung ist gelegt und wird gezündet, sobald der Zug den Bahnhof verlässt. Kommen. Wie lange noch? Ein paar Minuten. Kommen. Verstanden. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Verstanden. Kommen. Muss ich ihn nicht töten? Er ist doch böse. Die Bombe in der McCarran. Einschieben finden und entschärfen, bevor sie den Bahnhof verlässt. Okay. Dann mal schnell. Schnell. Worldmitglied 34 mit dem lustigen Helm. Okay, okay, okay. Und nun, hoch zur Bahn. Aber wie können wir das Ding überhaupt entschärfen? Das wäre sonst richtig übel. Uiuiuiuiui. Lüftungsschacht.
Sprengstoff von mindestens 35 oder Wissenschaft von 45. Sie haben die Bombe extrahiert und entschärft. So, gehen wir Bericht erstatten. Aber den Bericht für diese Heldentat werden wir erst am morgigen Tage abliefern. Von unserer Superheldentat, dass wir Vegas gerettet haben vor einer Zugbombe. Ich hoffe, die Episode heute hat euch gefallen. Wieder wenig brutal, aber eine Heldentat heißt ja nicht immer, dass wir brutal unterwegs sein müssen. Wenn es euch denn gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen in einer neuen Runde von New Vegas wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.